Oh nein, jetzt. Oh, ich hab gar keinen Vor. Ich hab überhaupt keinen Kers benutzt. Oh Gott! Sehr gut. Die Bremsen funktionieren gar nicht hier. Hallo und herzlich willkommen zum Formel 1 Gran Premio d'Italia 2013 mit dem Dena, lieben Jonges. Genau. Hallo, liebe Nukatschnitt, hallo, liebe Jonges. Auf geht's zum nach Italien, nach Monza. Was laber ich da, ey? Erstmal so diese Fetzen zusammensetzen. Jonges, Nougat-Schnitten, Dena. Voll am Stottern hier. So viele Wörter im Kopf. Ja, ohne Spaß, es geht gar nicht. So. Aber Italien, schönes Wetter. Das ist nochmal eine Alternative zum grauen Schmuttelwetter hier draußen im Winter. Aber Autodromo di Monza. Richtig. Das ist cool, die Siegerehrung. Die finde ich echt nice dort. Ja, stimmt. Die haben so ja so ein Podium, was so über der Strecke ist dann. Oder überall. Gefällt mir. Finde ich auch ziemlich cool. Und dass da die Fans dann auch alle von den Tribünen runterkommen können, dass nicht alles so distanziert ist. Die Italiener haben eh voll den Schatten, was angeht. Ja. Also die gehen ja richtig ab. Ey, komm, da machen wir ja ganz nach rechts, oder? Ganz im Ernst. Habe ich auch gemacht. Kann in Kurven und bei schnellen Richtungsänderungen unruhig und unberechenbar sein, steht bei mir, aber YOLO, sag ich da einfach mal. Also, auf geht's hier direkt. Eine schöne Highspeed-Strecke, es geht eigentlich nur geradeaus und ab und zu ein bisschen nach rechts. Das ist eigentlich voll die Noob-Strecke, ne? Ja, wobei man diesen schnellen Strecken auch ordentlich was falsch machen kann. Der ist gleich aktiviert am Start und hier rechtzeitig bremst und zwar früher als der Pfeil ist, wegen dem, zumindest war es im Vorgänger so, weil, das... Oh mein Gott, du hast vollkommen recht. Ist ja nicht so, dass ich das gesagt hätte. Ist ja nicht so, dass ich voll abgekürzt habe, aber die Zeit wird mir nicht als ungültig beschrieben. Ernsthaft? Ernsthaft. Ohne Spaß? Ohne Spaß. Was? Das ist ja unglaublich. Ich bin richtig... Oh Gott, ich bin... Ist ja nicht so, dass ich vor dir bin, obwohl ich regelkonform gefahren bin. Du bist ja auch vor mir jetzt, du bist auf Platz 1. Yeah. Nee, jetzt ist Alonso auf Platz 1. Und jetzt bin ich, oh Gott, jetzt bin ich im Kiesbett, dreh mich weg. Ja, das ist genau meine Strecke, ich merke das schon. Hattest du gerade nicht gesagt, super, die Strecke ist für Noobs? Ja, deswegen bist du auf Platz 1. Boah, ich komme überhaupt nicht klar auf die Strecke. Gott. Ist die Strecke dir zu einfach? Ich habe keine Ahnung, vielleicht hätte ich doch nicht so viel, vielleicht hätte ich doch ein bisschen weniger Flüge gefahren. Ich weiß, dass ich schon mal heftig abgeflogen bin. In der letzten Saison. Das war krass. Aber gerade komme ich hier voll gut durch. Ich habe noch sogar einen Vorsprung vor Alonso. Ich brauche nur noch hier die Kehre und dann... Geht gar nicht. Und dann bin ich da. Das wird ganz schlimm. Oh. Okay. So, die Kehre habe ich nicht perfekt genommen. Das heißt, Alonso holt noch mal ein bisschen auf. Aber ich glaube, ich kann auf den ersten Platz ins Ziel kommen. But yes! Ja, Pole Position wird ein bisschen eng. Ich würde sagen, ich kriege den letzten Platz. Und das mit richtig fetten Abstand. 10 Sekunden langsamer als der Dena, kein Ding. Er ist ja richtig gute Zeit gefahren, leck mich am Arsch. Ja, das war echt voll meine Strecke. Oh. Voll gut. Freut er sich wenigstens jetzt bei dir? Ja, jetzt freut er sich richtig, aber hier, der auf. Pfui, geht er hier einmal das durch, aber schön in Zeitlupe. Sehr gut, ey. Zum ersten Mal eine Animation, wo die sich freuen. Ich habe sogar Errungenschaft gerade freigeschaltet von Steam oder so. Stand da gerade. Errungenschaft. Schön. Cool. Nice. Boah, ja, Platz 22. Nein! Was ist denn jetzt los? Oh Gott! Regnet. Oder was geht? Oh lol, es regnet tatsächlich. Oh nein! Oh wieso? Nein. Das ist so scheiße am Blitzqualifying. Das geht mir richtig auf den Sack. Wir haben schlechtes strahlender Setup dafür. Sonnenschein. Wir haben ziemlich kacke Setup dafür. Regen. Ja, ich weiß. Oder ich kann sein, irgendwo stand mir in den Kommentaren, bei Regen wird es automatisch umgestellt, aber keine Ahnung. Das hoffe ich. Ja, das ist ein volles Regenrennen, 100%, das wird auch nicht mehr gut, glaube ich. Ja, da kann man nichts machen, auf die Strecke und das Beste draus machen. Ist für dich gar nicht so schlecht, weil du bist ja eh ganz hinten. Kannst ja, ein bisschen ausräumen. Ich kann eh nur noch verlieren, also... Ich fühle mich wie ein bisschen wie Vettel damals als Außenseiter im Regenchaos, aber doch noch geschafft auf dem ersten Platz in Qualifying zu fahren und das im Rennen auch noch gehalten vor Webber, glaube ich, da. Nee, war für Webber, was sag ich da? Vor Kovalainen, glaube ich. Das ist sein erster Sieg. Ey, gutes Wetter, hoffentlich haben wir. Nee, was hast du? Gutes Wetter bei dem Winterwetter hier, ne? Genau, ja. Stattdessen sowas. Ja, Regenschauer, ach, ist das schön.
Boah, Platz 1, Dena. Platz 2, Lewis Hamilton. Und Platz 22, Dr. J. Yes. Super. Oh, ja. Hip, hip, hurra. Alles klar, dann geht es jetzt los hier in diesem total verregneten Grand Prix. Und das ist natürlich von der ersten Position trotzdem ein Vorteil für mich, wenn ich richtig beschleunigen könnte. Wie alle so mega langsam beschleunigen hier. Die geht gar nicht, irgendwie bewegen sie sich überhaupt nicht vom Fleck. Aber das, und Alonso kann deswegen auch schon versuchen vorbeizuziehen. Ich sehe 22 rote Lichter und das war's. Ich muss auf jeden Fall diesen ersten Platz hier unbedingt halten, damit ich keine Gischt habe. Das ist nämlich der größte Vorteil im Moment. Jawohl, und ich kann ihn halten, Ich habe Fanda gerade direkt mal angeschubst. Super. Ich kann ihn halten jetzt ohne Gischt fahren. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Oh ja, es ist so mega verregnet hier. Das gibt's gar nicht. Ich sehe überhaupt nichts. Das geht gar nicht klar. Oh Gott. Ist das schlimm? Was macht der Ricciardo denn da? Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie Kollision verschuldet. Verwarnung. Am Arsch Verwarnung. Vorsichtig. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Hast du noch von mir geredet? Ja, ja. Ich habe nicht mal einen berührt. Das weißt du nie. Vielleicht hast du ihn hinten irgendwie berührt. Das kommt auch häufiger dann mal als Strafe. Oah, leicht ins Gießbett rein und jetzt kommt der Hamilton. Wo ist der am Rutschen? Der Wagen. Aber Hamilton, lass ihn nicht vorbei. Nee, nee, der bleibt hinter mir. Sehr schön. Oh mein Gott. Ja, jetzt darf ich niemanden überholen lassen. Das ist jetzt das Wichtigste. Oh Gott, ich komme ins Kiesbett rein. Jetzt kommen die hier vorbei. Jetzt kommen die richtig vorbei. Oha, aber die sind alle extrem langsam, warum auch immer. Und ich kann wieder vorbeifahren. Wegen dir? Keine Ahnung, die waren richtig langsam plötzlich, so alle einmal so angehalten. Gott, ey, irgendwie ist das voll am Rutschen, der Wagen. Ich glaube, der wir haben trotzdem dieses scheiß Setup. Ja, sag ich ja, man sieht nix. Wow. Das ist das richtig. Wir hatten doch schon... Oh, da fliegen die Flügel! Da fliegen die Fetzen, wer ist das? Ich hoffe nicht deiner. Nee, bei mir vor mir. Da muss da zwischen gewesen sein. Oh Gott, ich sehe da gleich schon. Oh, da, hier, wer ist das? Die Resta oder Suti? Irgendwo vor India ist da abgebogen. Oh nein, jetzt ich hab gar keinen Vor. Ich hab überhaupt keinen Kers benutzt. Oh Gott! Die Bremsen funktionieren gar nicht hier, aber ich bin. Oh, oh, ich bin. Wer rutscht denn da so krass? Hülkenberg! Strafe, warum auch immer! Oh, hier wird alles aufgehalten! Was geht denn hier ab? Oh mein Gott. Alles, ist das ein Chaosrennen hier? Leck mich am Arsch. Ich hab keine Ahnung dieses Mal, wofür ich diese Strafe bekommen habe. Ohne Spaß. Oh, und jetzt muss ich wieder abkürzen, wo ich echt nichts dafür, also nichts dafür, nicht wollte das nicht. Das wollen wir ja alle nicht. Nein! Ich habe ihn weggedreht! Oh Gott, das wird eine Strafe. Hast du eine? Nein. Ich habe Maldonado gerade glasklar weggedreht. Ja, ich weiß. Wirklich weggedreht. Ich habe mich verbremst so, aber ich war jetzt echt, ich habe ihn dann, zumindest habe ich nicht gesehen, wie ich ihn weggedrängt hätte oder so. Oder er hat, also das kann ich mir. Das kann ich mir jetzt nicht erklären, warum ich jetzt keine Strafe gekriegt habe. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Ich weiß es nicht. Und wie in der ersten Runde fahre ich hier wieder richtig schlecht in dieser einen Schikane. Ei. Ja, Long ist halt, da drehe ich mich fast weg. Wow, scheiße. Was ist da, was sagt denn deine Platzierung eigentlich gerade auch? Die sagt 1, aber ich habe ja noch eine Strafe. Nice. Ach so, oh, scheiß. Ja, 1, oh, scheiß. So. Ja. Also ganz im Ernst, ich weiß nicht, also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass der Maldonado irgendwie auch noch einen Fehler gemacht hat und ich da nichts für konnte, weil der plötzlich auch langsamer wurde in der Schikane drin, da konnte ich dann auch nichts dran machen, aber... Ja. So, keine Ahnung. Diesmal aber keine Strafe hier, sondern schön einfach rausbeschleunigt, war ja auch Erster. Und einfach hoffen... So, dass ich jetzt noch eine schöne, schnelle Runde fahre, um so ein bisschen Abstand aufzubauen, damit ich nicht so viel verliere, wenn ich gleich meine Strafe absitzen muss. Ich sehe schon, du wirst gleich richtig noch, glaube ich, du wirst genau da rauskommen, wo ich gerade bin oder sowas, und dann fetzen wir uns gleich richtig hart weg. Ja, und dann ist aber alles vorbei. Das ist so richtiges Chaosrennen, dann ist perfekt. So, und ich habe gerade noch eine schöne, schön wieder abkürzen müssen. Ei. Ich habe die Kurve noch kein einziges Mal geschafft, so nach Start und Ziel. Also, nach der Schikane. Jedes Mal. Nein! Jetzt bin ich richtig raus und dreh mich weg. Wow! Wow! Oh, er hält alle auf! Was ist da passiert? Was geht denn da ab? Oh mein Gott. Überholverbot, Einschränkung. Riesenchaos! Da bin ich vorbei. Riesenchaos hier! Ja, ich mich leicht weggedreht, aber ich habe, soweit ich das mitbekommen habe, keine Strafe bekommen und habe kein. Doch, ich habe mein Frontflügel ist auch ab. Scheiße, Mann! Hier sind überall Flügel! Was ist denn hier los?
Ja. Was ist das für ein Rennen? Ohne Schrumpf. Oh Gott, jetzt greift der Rhein-Köln mich an. Ah, Kers. Oh mein Gott. Scheiße. Ja, es geht hier gar nicht. Ah, jetzt werden noch von den angeschubst von Bianchi. Und da wehrt er sich auch noch den Flügel ab. Also hier geht's runter und drüber. Hier. Aber wir spielen mit gleichen Regeln, ne? Nicht, dass ich irgendwie aus Versehen Strafe aus hab oder sowas. Nee, nee, ne? Es sind die gleichen Regeln. Ja, ich hab ja schon eine Strafe. Ah, Mann! Ich bin nochmal rausgetragen worden. Ohne Flügel kannst du nicht fahren im Regen. Wir fahren ja schon eigentlich quasi ohne Flügel. Oh Gott. Ich bin ganz leicht rausgekommen, hab mich gedreht und dann bin ich rein in den Gegenverkehr. So, erstmal rein hier in die Box. Ei, ei, ei. Nein! Das ist nicht die Strafe, die ich jetzt bekommen habe. Nein, doch nicht. Gut. Er wechselt erst. Sehr gut. So. Das heißt, ich hoffe auch, dass ich jetzt durch den Boxenstopp hier komplett durchs Rennen komme. Aber ich glaube, das kommt man auch, wenn man gar nicht wechselt. Von daher ist es egal. Ja, genau. Also ja, mein Scheiße. Ziel ist es gar nicht zu wechseln, habe ich mir mal überlegt. Weißt du nicht, ob das klappt. Wer ist auf jeden Fall, lässt einen viel Zeit gewinnen. Ja, ich muss auf jeden Fall jetzt, oha, ich bin voll durchgefahren. Ich versuche sehr Spritsparen. Spritsparen fahren geht eh nicht. Aber versuche irgendwie so wenig wie möglich durchdrehende Räder zu kriegen, aber ich bin damit nicht schnell. Na, ich muss sowieso einmal jetzt noch in die Box wegen meiner Strafe, und zwar in dieser Runde. Mann, Mann, Mann. Was sagt denn eine Polizio? 19, richtig krass, ne? Oh. Ich war ja auch schon so weit hinten. Und dann noch den Crash. Dann war ich ja. Ich war ja schon hinten durch den Crash und dann noch die Strafe, so. Ja, ja, ja. Und ich bin echt. Ich bin zufrieden mit meinem Platz 6 gerade. In Anbetracht der Umstände. Ich habe ja die ganzen Führenden alle weggekegelt. Mit zwei Autos oder so. Zwei Autos sind ja weg. Ja, zwei Autos komplett weg und ein paar Frontflügel weg. Die werden immer schneller, ey. 1,32,2 fahren die mittlerweile. Der Regen soll weniger werden, wurde gerade durchgesagt. Echt? Mhm. Stimmt, in 20 Minuten wird's nachlassen, sagt der Ding. Ja, gerade. Das ist ja egal. Ja, das interessiert uns ja nicht mehr. In 20 Minuten spielen wir ja nicht mehr. Eben. So. Ja, mir bleibt echt nichts übrig, außer hier versuchen, möglichst konstant durch den Regen irgendwie durchzufahren. Jetzt sitze ich erstmal meine Strafe ab. Ganz entspannt hier. Eieiei, habe ich mir selbst eingebrockt. Wo habe ich meine Strafe überhaupt für bekommen? Das war ja nicht für den Crash. Wofür war das denn überhaupt? Das weiß ich ja nicht mal, wofür das war. Ja. Weiß ich auch nicht. Ja, Mensch. Also meine Reifen werden schon so langsam gelb, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe ein bisschen Angst, dass ich das nicht schaffe. Bis zur Runde 13. Ich habe ja immerhin meinen Reifenwechsel hier schon hinter mir. Ich bin mal gespannt, ob die anderen wechseln. Und Vettel ist hinter mir. Oh! Ich habe gerade Raikön den Flügel kaputt gemacht. Nein, der ist mir draufgefahren. Ich habe die Kontrolle verloren. Da ist er mir halt voll hinten draufgeknallt. So. Da kann ich auch nichts für. Obwohl, du willst dafür eine Strafe wieder kriegen, ne? Wahrscheinlich, ja. Also mir geht heute keine Strafe. Also, ich weiß auch nicht, warum ich nie Strafen kriege, ehrlich gesagt. Das kann ich mir nicht erklären. Ganz im Ernst. Stimmt, du hast ja schon keine Abkürzungsstrafe bekommen. Da bin ich aber extra richtig hart noch gebremst. Okay. Ich war ja richtig weit hinter dir. Aber du hattest einen riesen Vorsprung. Also, du hättest das locker ausnutzen können. Für die beste Zeit immer noch. So, jetzt schaffe ich zum ersten Mal diese Kurve hier. Und hoffe, dass ich... Oh, nee, aber der Vettel hinter mir ist schneller als ich. Krass. Der ist deutlich schneller als ich. Warum ist denn der so weit hinten? Ja, oder überrundet der dich? Nee, wegen meinem Crash. So. Der ist ja bei meinem Crash ist er in mich reingefahren. Das ist gut, wenn du den Vettelpunkte wegnimmst, das ist schön. Stimmt, das ist auch gut fürs Team. Es ist Teamwork, was ich hier mache. Selbstverständlich, also mach ich auch gerne. Ja. Weiß das zu schätzen. Sehr gut.